Herzlich willkommen auf der Matte und zu dieser kurzen Yoga-Sequenz, wo wir uns auf die Mobilität und Flexibilität fokussieren. Wir beginnen heute im Stehen. Fußsohlen in die Matte erden. Wirbelsäule gerade, Schultern nach hinten, nach unten entspannen. Augen schließen. Und wir machen mit Kopf langsam ja. Das geht zum Brustbein. Das Kind zeigt nach oben. Ein paar Mal so ganz langsam ja machen. Kopf in neutrale Position. Und wir machen mit Kopf nein, das geht nach rechts. Und dann langsam nach links. Kopf in der Mitte, rechtes Ohr zur rechten Schulter ziehen, Schultern sind unten und bewusst linke Schulter noch mehr zum Boden ziehen, so dass wir eine angenehme Dehnung in der linken Seite spüren, Nacken, Trapezius. Das Kind zum Brustbein, Kopf aufrichten, linkes Ohr zur linken Schulter ziehen, rechte Schulter bewusst nach unten ziehen, Dehnung in der rechten Seite, im Nacken, im Trapezius, die Intensität selbst korrigieren. Einatmen und mit dem Ausatmen langsam das Kind zum Brustbein. Kopf aufrichten und wir kreisen mit Schultern, Schultern nach vorne, nach oben zu Ohren und nach hinten, diese Richtung. Schultern nach hinten, nach unten entspannen. Linke Hand zur rechten Schulter. Die linke Hand kontrolliert, dass wir uns mit dem Brustbereich nicht bewegen. Die Bewegung ist nur in der rechten Schulter und wir kreisen mit dem rechten Arm. Hier können wir egal in welchem Tempo gehen. Es ist gerne ganz, ganz schnell. Die Richtung wechseln. Rechten Arm entspannen, linke Hand entspannen. Rechte Hand zur linken Schulter. Wieder hier kontrollieren, dass wir keine Drehung machen. Und wir kreisen mit dem linken Arm. Die Bewegung ist wirklich nur in linke Schulter. Die Richtung wechseln. In eurem Tempo. Linken Arm entspannen, linke Hand zur rechten Schulter und jetzt kreisen wir nur mit dem Brustbein. Die Richtung wechseln.
auf eine neutrale Position. Hände entspannen. Wir verbinden Hände hinter dem Rücken. Einatmen, Brustbereich öffnen. Ausatmen, entspannte Vorbeuge, Kopf Richtung Matte, Arme Richtung Decke, Himmel. Einatmen, ausatmen, Hände zur Matte, entspannen, Hände in die Matte drücken, Schritt, Schritt nach hinten, innen nach unten schauen, der Hund. Und hier die Hamstrings aktivieren, dehnen, ein Knie beugen, ein Knie strecken, die Fersen zur Matte ziehen, wechselnd. Wir bleiben hier ohne Bewegung. Einatmen, rechten Fuß nach oben. Ausatmen, rechte Hüfte nach oben öffnen, Knie beugen und ihr kreisen mit dem rechten Knie in der Hüfte. Ganz große Kreise. Rechtes Knie zur Brust ziehen, das Gewicht nach vorne schieben. Mit dem rechten Fuß Schritt nach vorne zwischen die Hände. Linkes Knie auf der Matte absetzen. Hier haben wir verschiedene Varianten. Rechten Arm nach hinten strecken. Vielleicht können wir den linken Fuß greifen. Vielleicht können wir das rechte Knie mehr nach rechts öffnen. Wir können so bleiben oder noch weiter gehen auf den linken Unterarm. Jeden Tag kann es eine andere Option sein. Hör deinen Körper zu, was du jetzt gerade brauchst. Wir kommen langsam aus der Position. Erstmal linken Fuß zurück auf die Matte, rechtes Knie zurück zur Brust, rechte Hand in die Matte drücken, linke Hand in die Matte drücken, Halbspagatposition, rechtes Bein strecken, rechte Zehenspitze Richtung Knie ziehen, Hüften bleiben gerade, Oberkörper zum rechten Bein und wir bewegen hier mit dem rechten Bein von Seite zu Seite. Die Bewegung kommt aus der Hüfte. Wir bleiben hier ohne Bewegung, rechtes Knie beugen. Wir schieben linkes Knie hinter die rechte Ferse von außen und wir setzen uns hinter die Fersen. Du bist nach rechts, rechte Hand hinten und zur linken Arm nach oben. Wir können das rechte Knie umarmen oder linke Ellbogen über rechtes Knie. Rechte Schulter weiter nach hinten öffnen, Blick nach rechts oder nach hinten. Rechtes Bein nach hinten strecken, wo gerade auf der Matte. Und wir beugen uns seitlich zum rechten Bein. Rechte Schulter zum rechten Knie, linken Arm über dem Kopf Richtung rechten Fuß. Einatmen und beim Ausatmen Oberkörper zum Boden, zum linken Knie
linke Hand hinten uns. Und hier kommen hoch, aufs linke Knie. Rechten Arm nach oben, Hüften nach oben ziehen, Brustbereich öffnen. Einatmen, beim Ausatmen, rechte Hand auf die Matte. Rechte Zehenspitze nach links drehen, linkes Bein auf das rechte Bein. Blanke Position auf der rechten Hand. Einatmen, beim Ausatmen, linke Hand auf die Matte. Von hier aus könnt ihr in nach unten schauende Hund kommen oder mit mir Vinyasa einatmen, ausatmen, Chaturanga. Einatmen, Kobra oder nach oben schauende Hund. Ausatmen, nach unten schauende Hund. Einatmen, linken Fuß nach oben. Ausatmen, linke Hüfte nach oben, öffnen, Knie beugen. Und ihr kreisen mit dem linken Knie in der Hüfte. Linkes Knie zur Brust, das Gewicht nach vorne ziehen. Linken Fuß zwischen die Hände auf die Matte. Rechtes Knie auf die Matte absetzen. Linken Arm nach hinten strecken. Wir können so bleiben. Wir können den rechten Fuß greifen. Wir können das linke Knie zur linken Seite öffnen. Und wir können an den rechten Unterarm kommen. Kommen langsam aus der Position, rechten Fuß auf die Matte, linkes Knie zur Mitte, linke Hand in die Matte drücken, rechte Hand in die Matte drücken, halbe Spagatposition, linkes Bein strecken, linke Zehenspitze Richtung Knie ziehen, Oberkörper zum linken Bein und hier bewegen wir mit dem linken Bein von Seite zu Seite. Die Bewegung kommt aus der Hüfte. Wir bleiben hier ohne Bewegung, linkes Knie beugen, rechtes Knie hinter der linken Ferse von außen. Wir setzen uns hinter den Fersen, Wirbelsäule lang, linke Hand hinten uns. Einatmen, rechten Arm nach oben, ausatmen, Twist nach links, rechte Ellbogen über das Knie oder das Knie umarmen. Blick nach links oder nach hinten über die linke Schulter. Linkes Bein nach hinten auf die Matte strecken. Wir beugen uns seitlich zum linken Bein, linke Schulter zum linken Knie, rechten Arm über dem Kopf zum linken Fuß. Einatmen, beim Ausatmen, Oberkörper zum rechten Fuß, zum rechten Knie, rechte Hand hinten uns. Wir kommen hoch ab, das rechte Knie, Hüften nach oben ziehen und Brustbereich öffnen, linken Arm über dem Kopf.
einatmen. Beim Ausatmen linke Hand auf die Matte, linke Zehenspitze nach rechts drehen, rechtes Bein auf das linke Bein, blanke Position auf der linken Hand. Einatmen, beim Ausatmen, rechte Hand auf die Matte, direkt in nach unten schauen, der Hund kommt oder mit mir ein, lass es mal Vinyasa einatmen, ausatmen, Chaturanga, einatmen, Kobra oder nach oben schauen, der Hund, ausatmen, nach unten schauen, der Hund. Einatmen und beim Ausatmen Knie auf die Matte absetzen, Po auf den Fersen, nicht dann auf die Matte, auf die Unterarme. Stellung des Kindes, deine Variante, wo du dich ganz entspannen kannst. Augen schließen. Bring deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Ein paar bewusste Atemzüge hier, um unsere Yoga-Praxis zu absorbieren, integrieren, wirken lassen. Augen sind geschlossen, Rücken ganz rund machen. Dann langsam Wirbel für Wirbel die Wirbelsäule aufräumen zum Sitzen. In einem bequemen Sitz, Dhanurva. Wirbelsäule gerade, Schultern locker, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, Hände vor dem Brustbereich zueinander. Drei tiefe, bewusste Atemzüge, nur für sich selbst, ein und aus, immer durch die Nase. Einatmen und beim Ausatmen lassen wir das Kind zum Brustbein fallen. Und beim nächsten Einatmen öffnen wir langsam die Augen. Vielen, vielen Dank für die gemeinsame Yoga-Praxis. Ich hoffe, es hat sich gut angefühlt. Und wir sehen uns wieder nächste Woche auf der Matte. Mach's gut. Namaste.